Als ich jünger war, ging eine Geschichte von einem Jungen rum. Und zwar befand sich dieser Junge in einem Kriegszustand, in einem Land des Krieges, wo die Muslime dort gejagt worden sind. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht genau, ich würde euch anlügen. Irgendwie haben sie diesen Jungen, einen jungen Kerl, 15, 16 Jahre erwischt und haben so auf ihn eingeprügelt und so auf ihn eingeschlagen und haben so einen Druck auf ihn gesetzt, dass sie ein Bild von einer Person vor ihn gelegt haben. Und gesagt haben, wirf dich vor dieser Person nieder, vor diesem Bild, auf diesem Bild, mach eine Sajda dafür, du bist frei. Er sagte nein. Er sagt, bist du sicher? Wir geben dir jetzt eine Chance. Normal wär's schon längst weg. Mach eine Sajda vor dieser Person, auf diesem Bild, du bist frei. Nein. So haben sie auf ihn eingeschlagen und ihn so verunstaltet, dass sie sogar dachten, nachdem sie ihn geschlagen haben, wir brauchen den noch nicht mal schießen, der ist tot. Nach dem Ereignis hatten ihn die Muslime gefunden. Die Muslime hatten ihn gefunden gehabt. Es ist sehr, sehr viel Zeit verstrichen, bis er wieder teilweise ein bisschen wieder zu sich kam. Teilweise reden konnte, teilweise seine Augen öffnete. Es war einfach, man erzählt, es war ein grauenhafter Zustand. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Nach einer langen Zeit kam er zu sich und dann haben die Muslime zu ihm gesprochen. Er hat gesagt, was ist passiert? Dann sagte er, ich musste noch mal ins Haus. Was nehmen, als ich rauskam, waren sie schon da und dann haben sie mich gepackt und gemacht. Und wie ist das dazu gekommen? Dann haben die mich halt vor der Wahl gestellt. Die haben gesagt, entweder du machst Sujud auf diesem Bild vor einer anderen Person oder du stirbst. Ich habe gesagt, ich werde kein Sujud machen. So haben sie mich geschlagen und dachten, nachdem ich geschlagen worden bin, ich bin gestorben, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Die Muslime haben gesagt, hey, warum hast du das denn nicht gemacht? Weil in gewissen Situationen, Darura, darf man solche Angelegenheiten machen, wenn dein Leben davon abhängt? Das ist eine Fiqh-Angelegenheit. Manche sagen ja, manche sagen nein, manche sagen Wort, manche sagen Tat. Aber die Muslime haben so gesagt, du hättest das doch machen dürfen. Warum hast du denn nicht die Sajda gemacht? Du hättest das ja nur im Herzen ablehnen müssen. Du hättest das ja nur im Herzen ablehnen müssen. Du wärst davon gekommen. Und dann sagte der junge Mann etwas, was mich echt getroffen hat. Er sagte, ich habe mein Leben lang noch nie Allah angebetet. Ich wollte nicht, dass meine erste Niederwerfung, ich wollte nicht, dass mein erster Sujud für jemand anderen ist, außer Allah. Und das ist diese Dharra Iman, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht. Ein Stäubchen Iman von jedem im Herzen, er wird das Paradies betreten. Ich weiß, dass das Gebet, nicht das Gebet, sondern wir, manchmal sind wir anstrengend. Nicht das Gebet ist anstrengend. Manchmal sind wir anstrengend. Und ich weiß, manche Situationen, manche Momente, manche Zeiten, manche Gefühle erschweren uns das Gebet. Aber ich gebe euch als Motivation etwas mit, was mich damals als junger Kerl echt geprägt hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Isra wal Miraj machte, ein bekannter Hadith, den jeder von uns kennt, ging er durch die sieben Himmel. Im sechsten Himmel fand er ja Musa, im siebten Himmel war Ibrahim. Und durch den siebten Himmel, vorbei an Nabi Ibrahim, war ja Sidratul Muntaha, der Baum der äußersten Grenze, der Sidrbaum der äußersten Grenze. Jibril brachte ihn bis zum Baum und Jibril sagte zu ihm, hier musst du alleine durchgehen, ja Rasulullah. Weil das ist der äußerste Baum der Schöpfung. Hinter diesem Baum existiert keine Schöpfung mehr. Und er sagte, selbst mir ist es verboten, dorthin zu gehen, ja Muhammad. So ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Sidratul Muntaha vorbei. Und so sprach er mit Allah. Was hat er da bekommen? Er hat da mehrere Sachen bekommen. Aber das, was für uns wichtig ist, er hat da das Gebet vorgeschrieben bekommen. Es waren erst 50. 50 waren es an ihrer Anzahl, verteilt durch den ganzen Tag. 50 Gebete hätten wir machen müssen. So geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder an Sidrbaum vorbei, vorbei zum siebten Himmel an Nabi Ibrahim, runter zum sechsten Himmel zu Musa. Musa bleibt stehen, sagt, was hat dein Herr dir anbefohlen? Er sagte, 50 Gebete für meine Umma. Er sagte, ich habe Erfahrung. Ich lebte sehr lange mit meiner Gemeinschaft, mit Bani Israel. Sie werden diese 50 nicht beten. Geh hoch und bitte Allah um weniger. So geht er wieder hoch zum siebten Himmel an Nabi Ibrahim, vorbei an Sidratul Muntaha, zurück zu Allah. Ja Allah, mach weniger. 45. Geht runter. 7, 6, Ibrahim, wie viel? 45. Geh hoch. Zu viel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geht hoch. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Wie viel hatte Allah dem vorgeschrieben? 10 für meine Umma. Ja Muhammad, das ist zu viel. Geh hoch. Bitte Allah um weniger. Er geht wieder hoch an Sidratul Muntaha vorbei zu Allah und sagt, ja Rab, weniger. Er sagte, okay Muhammad, 5 werden es in der Anzahl sein und nicht weniger. So geht er wieder runter mit den 5 Gebeten.
trifft wieder Musa im sechsten Himmel. Musa fragt ihn: Ja, Mohammed, wie viel hat Allah dir angeordnet als Gebet für deine Ummah? Er sagte: 5. Und ich schäme mich, wieder hochzugehen. Ich schäme mich vor meinem Herrn, ihn um weniger zu fragen. Und dann sagte Musa: Selbst diese werden sie nicht beten, ja Mohammed. Selbst diese werden sie nicht beten, ja Mohammed. Deine Ummah wird auch diese nicht beten. Sadaqt. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin gesprochen zwischen dem Gespräch von Musa alayhi salam und von Rasulullah alayhi salatu wassalam? Ja Mohammed, ich werde jeden vergeben, der um Vergebung bittet. Und ich werde jeden, der die 5 Gebete betet, die Belohnung von 50 geben. Mein Bruder, ich will nicht von denen sein und ich will nicht zu denjenigen gehören, wo Musa gesagt hat, selbst diese werden sie nicht beten. Es gibt sogar eine Überlieferung, wo Jibril a.s. mit der Eier kam, dass es Menschen von der Ummah geben wird, die auch in Jahannam kommen werden, hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam richtig geweint. Er sagte: Ja, Jibril, wird es Männer geben, die das Gebet vernachlässigen werden? Gibt es sowas in meiner Ummah, dass sie das Gebet nicht beten werden? Er sagte: Ja. Er sagte: Warum? Warum, ja Jibril? Er sagte: Für ein Stäubchen dieser Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tod, er liegt im Bett. Er liegt im Bett, blass, fiebernd, sallallahu alaihi wasallam. Fiebernd, blass, keine Kraft. Was hat er als Ermahnung mitgegeben vor seinem Tod? As-salah, as-salah, das Gebet, das Gebet. Das Gebet, das Gebet an seine Ummah. Der letzte Blick des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, als er nicht mehr konnte, Abdullah ibn Masud sagte, das war das letzte Mal, dass ich unseren Gesandten lebend gesehen habe. Und sein Gesicht war schöner als ein Blatt vom Koran. Als er den Vorhang beiseite geschoben hat, wie hat er seine Ummah das letzte Mal sehend? Im Gebet. Wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Ummah das letzte Mal gesehen? Betend. Der letzte Blick des Gesandten sallallahu alaihi wasallam von der Ummah war betend. Ich will nicht zu denjenigen gehören, die den Gesandten enttäuschen. Ich will, dass der letzte Blick des Gesandten betend auch bleibt. Bis zu meinem Tod, inshallah, ya Rab, betend. Egal, mit Zähne zusammenbeißen, durch den Kopf, betend. Egal, was ich mache. Verzeiht mir diesen Ausdruck. Ich bin ein Hund von Sünden. Egal, betend. Bruder, ich nehme mir die Zeit. Ich muss beten. Bruder, beten. As-salah, as-salah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Betende machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erfolgreich machen. Qad aflaha al-mu'minun. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Wohlergehen wird es den Gläubigen, die demütig in ihren Gebeten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns demütig, gut, rechtschaffen und ehrlich machen. Möge Allah uns als Betende leben und als Betende sterben lassen. Du, mein Bruder, musst beten. Du, meine Schwester, musst beten. Spielt keine Rolle. Du wirst sterben, ich wird sterben, er wird sterben, Filan wird sterben. Aber der Unterschied zwischen uns und ihnen, sagte der Prophet, As-Salah, du musst beten sterbend. Assalamu alaikum.